So, meine Lieben, hier ist wieder euer Einherr Harry. Servus, grüßt euch, ich hoffe, euch geht's alle gut. Mir geht's soweit ganz gut. Es geht heute um den neuen Impaxo 18400. Und zwar hat mir da einer von meinen Abonnenten angeschrieben und der hat geschrieben, er hat mir diesen Impaxo geleistet und der läuft nicht rund. Der hat mir das erzeugt mit dieser Nuss. Der läuft nicht rund. Ich kann euch das auch vorführen. Er läuft nicht ganz rund, er hat mir das erzeugt und sagt, er hat ihn jetzt wieder zurückgeschickt, er wollte ihn so einher schicken und er ist überhaupt nicht zufrieden, weil das einfach so scheiße ist und so weiter und so fort. Also ich habe dann auch selber an einen hingeschrieben, ich habe ja ein bisschen Connection, ich habe an einen hingeschrieben, ich zeige euch aber jetzt was erst einmal zu den Nüsse. Und zwar, jetzt zeige ich mal was, ich habe hier einen Gedore-Nussensatz, Gedore, gell? Dann tun wir mal den normalen einfach Nuss drauf machen. Es ist aber auch so, das Ganze hat Spiel und sobald du den aufsetzt, denke ich mal, ist das Spiel da weg, weil es hat einfach Spiel. Aber ich zeige euch jetzt mal nochmal was. Da habe ich nämlich was festgestellt, wenn ich die größte Nuss von denen nehme und mache die da drauf, dann ist das voll krass. Dann ist das voll krass. Also dieses Spiel, also da, es läuft aber da hinten alles gerade. Es läuft da hinten alles gerade, nur vorne ist es voll krass. Nehme ich verschiedene Nussen, habe ich verschiedene, okay, die habe ich verbogen. Die habe ich verbogen. Okay, da war ich selber schuld. Die läuft nur vorne schief. Dann nehme ich aber hier die kleinste, die 17, du hast ja hier drei Nussen dabei, drei Schlagnussen dabei. Das sind natürlich von der Schlagnuss, es gibt natürlich, das sind jetzt von der günstigen Kategorie, habe ich aber auch oben, ich habe auch richtig teure oben. Habt ihr jetzt nicht ausprobiert soweit. Aber wenn jetzt du da schaust und du machst das Ding da runter, wie gesagt, du hast natürlich hier auch schon Spiel. Dieses Spiel braucht es ja auch, weil das Ding, wenn das mit 400 Newtonmeter hämmert, dann muss irgendwo ein bisschen ein kleines Spiel da sein, denke ich mal. Die läuft aber echt gut rund, da kann ich nichts sagen. Nur die rote ist ein bisschen mehr. Ich habe auch vom Chief Tool Instructor von der Elke, von Einhell, eine E-Mail bekommen und ich möchte euch nicht vorenthalten, weil das für den einen oder anderen wahrscheinlich wichtig ist, weil wieder im Netz dann Dinge kursieren, das Ding läuft nicht rund und was weiß ich. Ich zeige euch jetzt nochmal was so. Ihr habt das auch schon ausprobiert am Tisch, wenn du hierher gehst und machst so. Dann läuft der total rund, das sieht man, dass sich der Bleistift nicht bewegt. Das läuft total rund. Und wenn das rund läuft vorne, ganz vorne, dann kann das andere auch nicht unrund sein. Außer die Nussen sind schief oder irgendwas, du hast ein bisschen Luft und so weiter. Aber jetzt die E-Mail von der Elke, die meisten kennen die Elke ja. Also zum Impaxo Schlagschrauber läuft rund. Sobald man eine Nuss oder auch den Adapter aufsetzt, hat man optisch fast immer den Eindruck, dass es unrund läuft. Also, es ist halt ein Unterschied, ob ich etwas in ein Bohrfutter einspanne und über Zahnräder Druck erzeuge oder ein Zubehör aufstecke und mit Drehschlag arbeite. Drehschlagschrauber haben etwas Spiel im Drehschlagwerk, damit sie nicht festlaufen. Also, es ist einfach so, du brauchst ein bisschen Spiel. Du hast natürlich vor allem hier vorne Spiel. Und dann, wenn du das Ding dann anschaltest, wie soll es dann rundlaufen? Es kann jetzt nur rundlaufen, wenn ich das hier aufsetze und ich gehe aufs Ding, auf die Radmutter oder auf, schau mal. Und ich glaube auch nicht, dass das komplett hundertprozentig fest sein soll, weil du musst immer ein bisschen Spiel haben. Du tust es ein bisschen so rauf oder runter und dann brauchst du einfach ein bisschen Spiel. Es ist mit Sicherheit kein Fehler vom Schlagschrauber. Ich habe das in Georg auch geschrieben, dass es mit Sicherheit kein Fehler vom Schlagschrauber ist. Ich habe ihm auch die E-Mail erörtert von der Elke und ich hoffe, dieses Video hilft so manchen, der wo dann da gleich wieder sagt, das läuft ja unrund und hilft so manchen dann, dass er das sagt, okay, es muss ein bisschen ein Spiel haben, es ist einfach so. Ja. So, und jetzt hat die wo noch kein Video von mir gesehen haben, nein, die wo noch kein Abo haben von mir, ich bin der wo immer versucht, die neuesten Geräte von einer gleich schnell zu bekommen, es kommen nur etliche. Ihr habt ja immer eine Vorbestellliste.
so dass ich die euch zeitnah präsentieren kann, dass ich dem einen oder anderen vielleicht eine Entscheidungshilfe bieten kann oder dass ich euch das erklären kann. Oftmals schreiben mir die Leute auch an, über WhatsApp oder E-Mail und Messenger und sagen, du, ich habe gerade das und das Problem am Gerät, kannst du mal nachschauen. Wenn ich daheim bin, wenn ich die Zeit habe, mache ich das gern. Dann gehe ich mal in den Keller runter, schaue nach. Ich habe schon so manchen geholfen, dass er sein Ding hinbracht hat oder dass er einfach eine andere Meinung gekriegt hat, weil sie dachte, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das denke. Und ja, dann solltet ihr den Kanal abonnieren, wollte ich sagen, weil dann tut sie mir was Gutes, euch was Gutes und ich kann es mir wieder zuschauen beim nächsten Mal. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei. Wenn du Abo hast und die Glocke aktiviert hast, kannst du es gar nicht verpassen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bleib gesund, bleib wie bist. Freu dich an deine Maschinen, freu dich an deinem Leben. Kümmere dich um deine Family, kümmere dich um, dass es dir gut geht. Das ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Dein, euer, Einelhari. Ciao, servus.